Sie sind hier, 8. November 2018, 9.57 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Silvia Reckinger hat mit den deutschen Frauen eine Niederlage einstecken müssen. Urheberrecht Getty Images. Die deutschen Hockeyfrauen müssen sich im zweiten Teil ihrer Testserie gegen Japan geschlagen geben. Vor allem die Chancenverwertung passt nicht. Die deutschen Hockeyfrauen haben Teil 2 ihrer Testspielserie in Japan verloren. Das Team von Trainer Silvia Reckinger musste sich in Osaka dem Gastgeber der Olympischen Spiele 2020 mit 2:3 geschlagen geben. Tags zuvor hatte die Auswahl des Deutschen Hockeybundes DHB noch mit 3:0 gewonnen. Wir haben in der ersten Hälfte sehr dominiert und hätten mit ein paar Toren führen müssen, sagte Reckinger, dann erlauben wir Japan mit unnötigen Fehlern 3 Treffer. Ich habe nach dem 1:3 noch die Torhüterin für eine 11. Feldspielerin vom Platz genommen, aber es hat nicht mehr gereicht. Alisa Vivo brachte das deutsche Team zwischenzeitlich in Führung, 25. Hanna Gableck traf kurz vor Schluss zum Anschlusstreffer, 59. Von Sportinformationsdienst.